muss hier noch irgendwas geben. Nein, hier gibt's nichts. Nein, unfair. Nur ein Deutsch und doch hier, Zaubertrank der Gesundheit. Und ein Deutsch. Ralof, wo bist du? Wo bist du? Direkt vor uns ist eine Bärin. Ah! Seht ihr sie? Nein! Was? Hier möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Aber ich! Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Nö! Immer schön langsam. Vergiss es! Passt auf, wo ihr hintretet. Nein! Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht jeder Tag ist mein Glückstag, verdammt nochmal. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Brauchst du nicht, ich schaff das schon. Und Headshot. Wo war jetzt die Herausforderung? Hä? Hab ich nichts von gesehen. Eisenhelm. Schön. Geldbeutel, schön. Ist der Eisenhelm denn besser? 19? Nö, ist nicht besser. Auch wenn man den im im Trailer die ganze Zeit sieht, ist der Eisenhelm ziemlich scheiße. Bärenpelz und... Oh, Kartatstein. Oh, ein Edelstein. Wie edel. So, weiter geht's jetzt hier. Ach ja, du hast mir ja vorhin was gegeben. Das möchte ich gerne einmal fallen lassen. Ich brauche nämlich nur einen Langbogen und nicht zwei. Das ist nur unnötiges Gewicht, was ich nicht brauche. Oh, die Typen haben es offensichtlich nicht geschafft. Oh lol, magische Waffen verlieren bei jedem erfolgreichen Treffer an Kraft und können mit gefüllten Seelensteinen wieder aufgeladen werden. Juhu! Wartet! Auf was denn? Oh, da ist unser Kumpelfreund, der Drache. Tschüss, Drache! Und schon ist er wieder weg. Ja, sieht das wird so Zufall. Aus, als wäre es diesmal für immer. Na, hoffentlich. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Nö. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Ja. Wir verschwinden besser. Okay. Meine abgeschlossen, FSL. Führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Okay. Sie wird uns sicher helfen. Ja. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ich begleite dich nur mal ein Stück. Ich will nur mal ein Stück mitgehen hier. Gibt's hier noch irgendwas Cooles einzusammeln? Nö, nein. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch den Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschauen. Ja, denke, erst sagst du, wir sollten uns aufteilen und dann Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Sagt er, wir sollten zusammenreisen. Weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Nö, ich weiß es. Ich bin der legendäre Legendentypi. Helgen, Riffawood, Falkenwrath. Nein, warte auf mich. Seht ihr die Ruine da oben? Die hier? Das ist das Ödsturz-Hügelgran. Ja. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Augen zu machen, dann passt Man das schon. Man gewöhnt sich wohl daran. Oder so. Aber hier sind doch überall solche Orte. Man ist nirgendwo sicher. Nicht im Himmelsrand. Kannst du voll vergessen. Da ist man ja im Kaiserreich noch sicherer aufgehoben. So. Lauf weiter, kleiner Mann. Was ist das denn? Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Okay. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur Segen eines Zeichen auf einmal haben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage Kampf oder Magie. Ich würde sagen Kampf. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Da will ich zwar schon später ordentlich Magie drauf haben, aber erstmal will ich mich auf Schwert und Bogen konzentrieren, besonders auf Bogen. Jetzt lauf! Bleib nicht ewig stehen. Und ja,
Das wird wahrscheinlich ganz lustig werden. Hoffe ich zumindest mal. So, und hier trennen sich unsere Wege. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Ja, ja, da hinten ist Pluswald. Sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Lauf mal weiter. Ich gehe jetzt den Pfad hier. Ja, ja, laber nicht. Glutsplittermine entdeckt. So, ist hier wer als Wache? Ja. Wachen sind vor Ort, das heißt, da fehlt uns der Langbogen. Oh, entdeckt waren wir schon. Nee, noch nicht. Ah, versteckt dich wieder. In den Büschen. Ich kann sie mich nicht sehen. Mann! Dann nehmen so. Flammen. Fuck in your face. Ich will ihn durchsuchen und nicht aufhören und mit ihm spielen. Dietrich, Gold. Und ja, das ist schlechter als das, was ich schon habe. Sieh noch was Schönes. Nö. Na gut, rein in die Glutsplittermine. Unser erstes Abenteuer! Juhu! Es wird richtig abenteuerlich, Charlie! Ja, richtig abenteuerlich! So. Und mal den hier runterschmeißen, den Karren. Weil wir es können einfach, wir es drauf haben. Denn da ist etwas Schönes, beziehungsweise etwas nicht Schönes. Ein Stolperdraht! Der hätte uns glatt Steine auf den Kopf geworfen, wenn wir es nicht geahnt hätten. Dass da ein Stolperdraht war. Los geht's! Zack! Ich verbrenne euch zu Asche! Dein Magiker ist niedrig und es könnte sein, dass du keine Zauber wirken kannst. Trinke einen Trank und oder warte, bis sich ein bisschen Magiker regeneriert hat. Das passt schon. Die beiden Typen sind erledigt. Wo ist denn der andere hin? Gold, beschlagene Rüstung und das ist alles schlechter als das, was ich habe. Schilder werde ich in diesem Let's Play, glaube ich, nicht benutzen. Aktivieren Fackelhalter? Nö. Nö, wieso? Nö. Ja, nö. Der Topf ist leer. Es gibt keine Suppe heute. Weiter geht's! Oh! Kumpelblase. Dann geht's halt hier weiter. So. Mal vorsichtig umschauen. Hier ist ein Stuhl. Ein epischer Stuhl. Der Stuhl der Macht. Aber sonst ist ja auch nichts weiter. Bei dem Hebel umlegen. Und aufpassen. Langbogen ausrüsten. Verstecken. Und. Oh oh. Hier drüben. Oh oh, ich glaube, sie haben mich entdeckt. Steht auf. Steht doch auf, Mann. Ich bringe euch dahin, wo ihr nicht hin wollt. Ja, Stufen auf 5. Ja! Ich bin eine Stufe aufgestiegen, aber erstmal plündere ich die Leichen hier. Gold, Wein, beschlagene Rüstung. Ein Stahlschwert. Das hat auch nur 9 Angriff. Gold, der Stahlkriegshammer hat 22 Schaden, ist aber ein zweihändiger Hammer. Das sieht man, dass das so schräg ist. Und jetzt erstmal eine neue Stufe. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternenbildern hervorgehoben. Dann entscheide ich mich erstmal für Gesundheit. Hashi, Gesundheit. So, ich nehme
Was nehme ich denn mal? Einhändig Schießkunst auf jeden Fall. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Na, aber bitte. Gut. Dann kann es jetzt weitergehen. Zur Brücke. Einmal hier runter. Und weiter geht's. Ist ja alles gar kein Problem. Aber es ist ein schöner Wasserfall. Könnten wir die Brücke wieder hochlassen, aber hinter uns ist eh jemand. Das ist kein Problem. Hier müsste noch jemand sein. Ja, da ist noch ein Kollege. Der ist aber auch gleich hinfällig. Genau so macht man das. In den Kopf rein, da schreit er noch ein bisschen. Nützt ihm aber auch nichts mehr. So, dann gucken wir mal, dass wir hier da reinkommen. Mit dem Schlüssel geht das ganz wunderbar. Da können wir die Truhe durchsuchen. Ah, was sind schöne Sachen hier. Gesegneter Eisenzweihänder, wunderbar. Goldzaubertrank, Karlskette, Feuerresistenz, wunderschön. Können wir uns noch ein paar Sachen aussuchen, brauche ich aber nicht. Sind halt beides Zweihandwaffen. Zauberbuch Hellsehen, eine neue magische Fähigkeit können wir damit erlernen. Das wird uns noch sehr helfen. Bücher, Hellsehen, neuen Zauber erlernt, Hellsehen. So, mal gucken, wie viel Tragelast wir haben. 300, nein, das geht doch. Da können wir noch ein bisschen was tragen. Den konnten wir jetzt auch mit dem Schlüssel aufschließen. Das ist schön, das ist toll, so mag ich das. So, mal gucken, was hier so abgeht. Oh, ein Geldbeutel geht ab. Oh, verstecken, ich höre Geräusche. Da hinten ist jemand, da hinten kontrolliert jemand. Den Schmied hier schießen wir mal aus dem Hinterhalt ab. Aus dem Hinterhalt in den Rücken. Den Schmied in den Rücken geschossen. Da ist noch einer. Ja. Ja, ergeben ist ja nett, aber... Oh oh. Oh, der Berserker! Der Berserker! Oh, warte. Oh, warte. Hast du mich gerade Bastard genannt? Ernsthaft? Das ist uncool. So, die Alte schießt immer noch auf uns. Da schießen wir mal ganz fix zurück. Wo ist er denn? Hat fies gesnipert hier. Gut, dann dürften die jetzt alle erledigt sein. Springen wir runter zum Schmied, was der noch für uns hat. Eisenpfeile auf jeden Fall. Schön. Ein Amboss, beziehungsweise eine Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Gut, Pelz haben wir nicht. Eisen haben wir nicht. Beschlagen haben wir nicht. Leder haben wir nicht. Schmuck haben wir nicht. Wir haben leider nichts, was wir einsetzen können. Aber wir haben ja eine Halskette eingesammelt, die wir anlegen können. Ein Schleifstein. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Wir haben leider keins der Materialien, das wir brauchen, um diese Waffen aufzuwerten. Das ist sehr schade, aber... Da kann man wohl nichts machen. Werkbank benutzen. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden ja, spezielle und spezielle Materialien benötigt und das können wir schon. Jetzt können wir, glaube ich, den Schleifstein vielleicht sogar benutzen. Leider nicht. Da fehlt uns Stahl, Stahlbarren. Wir haben aber leider eben nur zwei Eisenbarren eingesammelt. Eisenschwert. Eisen Zweihänder, Eisenerz, leichte Rüstungsschmiede, Schmiedekunst verbessert, auf Stufe 16. Ja, die teuren Bücher, die viel Wert haben, sind meistens Skillbücher. So, Schmiede benutzen. Da können wir jetzt nichts machen. Ist nämlich das falsche Gerät.
Wir müssten woanders hingehen, um unser Eisenerz einzuschmelzen. Dann gucke ich doch hier nochmal, ob es hier vielleicht eine Spitzhacke rumliegt. Die ist nämlich meistens auch sehr hilfreich. Da man nur eine braucht und dann unendlich viel Erz absammeln kann, wie man will. Wie man gerade lustig ist, aber hier scheint keine rumzuliegen, deswegen gehen wir einfach wieder nach oben und setzen unseren gefährlichen Weg durch die Mine fort. Ja, okay, wir hätten auch da hochgehen können, aber egal. So, hier ist noch was Schönes. Und zwar, oder war das hier? Nein, das war hier nicht, das war woanders. Und zwar, bewegt sich da noch was? Nee, das ist alles tot. Hier, wenn man hier lang geht, durch diese schmale Passage kommt man hier raus. An einem Geheimweg. Und hier ist eine Truhe, die man als Novize öffnen kann. Mit viel Fingerspitzengefühl. So ungefähr. Und da drin ist ein bebändiger Eisenschild, ein Eisenkriegshammer und Gold. Ich nehme das Gold an mich und das reicht mir dann auch schon. Aber hier irgendwo war noch eine Schatzkammer. Die müsste ich noch finden. Aber erstmal geht es weiter. So, die olle Sniper-Tusse haben wir ja schön auseinandergenommen. Jetzt wird zurückgesnipert! Und sind das... Ne, ich glaube, das ist nur Deko. Ja, das ist nur Deko, das sind keine Fallen. Obwohl es so aussieht. Oder war das nicht hier? Na, vielleicht war es doch nicht hier mit der Schatzkammer. Zwei Handwaffen bewirken mehr Schaden als Einhandwaffen, eignen sich aber nicht so gut zum Blocken. Blocken interessiert uns ja eh nicht. So, dann schauen wir uns doch mal um. Oh ja, schön, schön, ja, schön, ja, schön. So, und da sind wir auch schon. Das ist Flusswald. Und beim nächsten Mal werden wir in Flusswald einige Abenteuer erleben und noch viele weitere. Ich sag fürs Erste tschüss und auf Wiedersehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ciao.